Hey Leute und herzlich willkommen zu Banished Part 10. Ja, diesmal nicht, ich hoffe diesmal nicht übersteuert, weil ich habe die ganze Zeit übersteuert. Und das ist nicht toll, wenn man übersteuert, das hört sich nicht gut an und ich bin schon wieder im Pause-Mode, keine Ahnung warum. Ich habe doch nur Escape gedrückt, ich war doch nur kurzer Lag. Also wegen, weil ich speichere und ich erinnere gerade im Hintergrund den Part, den ich gerade aufgenommen habe. Und ja, nach der Folge sollte er fertig sein und dann... Ja, da kann ich noch hochladen und dann seht ihr den. Lustig. Und ja, ich habe aber das Gefühl, es laggt lang leicht, oder? Also ich hoffe nicht, dass die Aufnahme direkt da, dass ich irgendwie im Hintergrund render jetzt. Aber das, also Premiere verbraucht gerade nur 40% CPU-Auslastung. Deswegen das Spiel, glaube ich, irgendwie 5%. OBS sollte nur 15 verbrauchen, maximal meistens. Keine Ahnung, also sollte alles... ich habe das Gefühl, das laggt. Das kann auch nur so ein Gefühl sein, oder dass die Framerate da ein bisschen runterleitet. Im letzten Part wollten wir versuchen... Also wollen wir das jetzt hier bauen und ich hoffe, dass wir das in diesem Part schaffen. Wir haben hier... Uns fehlt Eisen. Mein Freundchen hier, das ist uns fehlt Eisen. Okay, dann bauen wir das nochmal ab. Wir haben dann ordentlich Holz. Ordentlich Loks haben wir und Feuerholz geht eigentlich. Ja, Feuerholz haben wir eigentlich alles fast in den Handelsteil hier reingepackt. Wo immer noch keiner kam. Das frage ich mich, warum. Welche Jahreszeit haben wir? Also wahrscheinlich Winter, ne? Late Autumn, also wir haben nicht mehr Winter. Minus 7 Grad haben wir. Müsste denn eigentlich bei dieser Temperatur läuft das Wasser, fließt das Wasser. Noch einwandfrei, also ist nirgendwo ein Brocken Eis oder so, ne? Okay. Ist recht realistisch, aber ich hoffe, dass ich nicht mehr so doll übersteuere. Weil ich mir auch sehr ange... Ich habe mir auch halt sehr angewöhnt, laut zu reden. Das hat irgendwie Nachteile und auch Vorteile. Feuerholz wäre so viel. Wie kann man das ganze Feuerholz verarbeiten? Okay, kurzer Lag. Also, ja, es laggt immer wirklich, wenn ich speichere. Das ist nicht so gut. Wo Feuerholz hier? 1000. Ja, okay, es wird die ganze Zeit Feuerholz gemacht. Stone haben wir da. Iron. Wir brauchen Iron. Meine Fresse hier. Komm schon. Komm noch. Ein bisschen Eisen da. Natürlich, okay, das Problem ist halt, wir brauchen auch Eisen für die Rohstoffe, also für die Materialien hier, also für die Werkzeuge. Und wir haben ein richtig großes Iron-Problem. Vor allem war das ja auch sau lange jetzt dauert, das hier alles abzubauen. Beziehungsweise es dauert einfach nur länger, weil es hat einen sehr großen Grund, weil wir keine Werkzeuge mehr haben. Das ist so das Problem, weil wenn wir keine Werkzeuge mehr haben, kann man logischerweise auch nicht gut abbauen, ne? Die bauen das jetzt mit der Faust ab. Am Anfang, wie bei Minecraft. Ich wollte gerade sagen, hat er Pause gemacht, aber. Hat er diesmal nicht, ne? Hat er. Hat er diesmal gelassen, okay. Man, wir können uns aber auch übrigens bessere Werkzeuge bauen, anstatt diese ganz normalen Iron Tools. Es gibt ja auch noch andere Tools. Im Endeffekt bauen wir den Blacksmiths nur für Tools, nicht nur für Iron Tools. Also Iron Tools brauchen wir Eisen. Ich glaube, wir können auch welche, also wir brauchen Iron Tools. Um Iron Tools zu bauen, brauchen wir, glaube ich, Iron und Kohle. Und für Kohle brauchen wir wieder, es ist irgendwie so, wir müssen uns eigentlich entweder eine Mine mal holen oder eine Quarry. Aber eine Quarry ist... Ah, wie soll ich sagen, es ist ganz schön... Außerdem brauchen wir dafür einen Berg und einen Berg haben wir hier nicht richtig. Oder brauchen wir dafür einen Berg? Ja, man braucht dafür einen Berg. Das dachte ich mir schon. Und das Problem ist, man kann das hier nicht richtig reinbauen. Dafür müsste ich... so muss ich das hin. Ja, so geht das, glaube ich, ne? Oder? Es geht nicht. Warte, ich komme durcheinander so. Das kann nicht wahr sein. Ja, wir haben es geschafft, ja. Ja, ich geschafft. Aber kann man hier auch erstmal das pausieren? Ja, ich habe es erstmal pausiert. Weil das habe ich erstmal nur hingeplant, damit ich es überhaupt irgendwo habe. Ja, und die Mine, da brauchen wir wieder 68 Stone, 48 Log, das steht aber auch hier schon, wenn wir hier rüber gehen.
Aber gut, haben wir mittlerweile mehr Einwohner. Wir haben genau immer noch 30 Einwohner. Wir haben Early Winter. Wir haben es minus 11 Grad. Ich wollte schon 4 sagen. Okay, wir haben... hier muss das removed werden. Was muss so mit die Bälle removed werden? Ach, das Teil hier wahrscheinlich. Und 100 Mal muss da gebaut werden. Dann gebaut werden. Okay, kurzer Ruckler. Genau, ich wollte diese... Das liegt immer... Oben links sieht man immer diesen... wenn das Spiel sich speichert. Das sieht man daran immer. Und... ja, dann leckt das immer ganz kurz. Das ist ein bisschen nervig, aber gut. Was will man da machen, ne? Und... ach, hier wird auch dran gebaut jetzt. Cool, cool, cool. Habe ich hier zwei Bilder eingesetzt? Nein, noch nicht. Okay, das ist dann auch irgendwie logisch, dass da keiner daran was macht. Okay. Yay, da haben wir unser Ziel für diese für diese Folge schon mal erreicht. Nämlich Tools herzustellen. Also zumindest ist das schon mal... ja, wir können. Angemerkt, wir können Iron Tools machen. Aber auch für die Tools haben, die wir brauchen, also die Rohstoffe dafür. Die Ressourcen. Also Stein, Iron haben wir. Okay, Iron sammelt sich ja jetzt langsam wieder, weil wir hier jetzt wieder was abbauen. Hat er Pause gemacht? Nein, hat er nicht. Weil manchmal, das sieht manchmal so aus, als würde sich hier nichts mehr bewegen. Und es laggt jede Minute hier mal, weil er halt speichert. Es ist halt ein bisschen blöd. Dagegen kann ich nichts machen und keiner will mit uns handeln. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich jetzt beleidigend. Das ist Diskriminierung gegen kleine Dörfer. Wir müssen dagegen kämpfen. Sie diskriminieren Mistelzweig und wer sich sowas erlaubt, ist schon. Auf jeden Fall haben wir gleich den Blacksmith. Genau. Rassismus. Blacksmith. Warum steht er nicht Whitesmith? Es ist, naja, ich sag nichts mehr dazu. Okay, wir haben Beef. Also willst du Beef? Willst du Stress mit uns? Oder willst du Leder haben wir auch? Alter, wir kriegen ja voll viel Fleisch. Ah, jetzt werden die Kühe geschlachtet. Cool. Wer das. Also bitte. Es soll keiner zitieren, okay? Keiner soll das zitieren. Okay. Wir haben Fleisch, wir haben Leder, wir haben Potatoes, wir haben Cabbage. Wir haben eigentlich alles so, was man braucht für den Winter. Geil. Ob das Essen ausreicht, jetzt weiß ich nicht. Sollte aber ausreichen, da die Leute wieder was zu essen haben, im Inventar wahrscheinlich. Und jetzt haben wir ja so noch ein bisschen Beef, jetzt haben wir ein bisschen Stress und so. Passt das eigentlich? Und ja. Die Mine, aus der Mine kriegen wir Eisenkohle und soweit ich weiß auch Steine. Da bin ich mir aber gerade ein bisschen unsicher, ob wir da auch Steine rausbekommen. Da habe ich gerade keine Ahnung. Und hier ist es gleich fertig. Wir haben gleich den Blacksmith. Was ist low? Food is low, was? Was? Doch gerade irgendwas. Unser ganzes Essen ist weg. Hä? Was? Was ist das für ein Haushalt? Potatoes, Beef, Cabbage. 160. Und hier. Alter. Der hat zwei Viertel oder ein Viertel von unserer ganzen Ernte genommen. Die zwei Viertel sogar. Und dieser Haushalt, der hat fast gar nichts. Damit sollen die den ganzen Winter auskommen. So, wollt ihr mich verarschen? Das soll sich euer Ernst. Warum teilt sich das Spiel so ein? Was ist das für ein Dorf? Was ist ein blödes Dorf? Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Also hier können wir übrigens jetzt entscheiden, ob wir Steel Tools mit Log Iron und Coal oder Log Iron. Natürlich, also Log Iron und Coal würde ich natürlich auch machen, weil Logs haben wir genug. Und ob wir überhaupt noch Tools bauen können, das weiß ich nicht, weil wir haben kein richtiges, wir haben nicht viel Iron. Ein Iron ist jetzt nicht die Menge, zwei Iron sogar, also drei Iron insgesamt. Da haben wir eins und da haben wir hier noch Logs, wenn jetzt hier... Wie ist das jetzt Iron weggenommen worden? Oh Mann, das Iron wurde weggenommen. Das schöne Iron. Und hier werden jetzt Logs draus gemacht. Hier. Logs, was aber? Dings werden hier draus gemacht. Werkzeuge. Na gut, ich bin jetzt aber gerade ein bisschen geschockt davon, dass. Hä?
So, hallo? Also, hat das Spiel ein Update bekommen oder warum ist das Essen jetzt wieder... Die haben jetzt wieder weniger? Oder haben das alles aufgegessen? Die haben auch wieder weniger? Sag mal, haben die das Essen? War das Dorf jetzt mal so nett und hat das Essen hier reingepackt? Ich hab gerade ehrlich gesagt voll den... Das ist voll der Brainfuck. Ich hab gerade keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich hab jetzt irgendwie... Hier wird jetzt wieder die Ernte, hier wird jetzt wieder um die Ernte gekümmert. Ja, okay, ich war jetzt ein bisschen dumm dieses Jahr. Also, man hätte mal, wenn wir Winter haben, können wir übrigens auch einfach die Farmer wegmachen und irgendwas anderes arbeiten lassen. Aber wir brauchen die jetzt nicht. Und ich werde jetzt weiter Ressourcen farmen. Hier, wir müssen jetzt Straßen bauen. Ist gut für die Umwelt. So, wir bauen jetzt Straßen. Und das werden wir dann nachbauen. Also wenn die ganze Welt abgebaut ist, dann ja, dann sind wir fertig. Ich überlege gerade, das alles abzubauen. Sieht zwar dann danach nicht mehr vielleicht nicht mehr so schön aus, aber wir haben vorgesorgt. Das kann man positiv sehen, wenn man vorgesorgt hat. Und ja, Leute, mir ist bewusst, dass unsere Einwohnerzahl jetzt nicht richtig hoch steigt, das ist mir bewusst. Wir haben nämlich gerade mal 31 Leute, also ein Kind haben wir jetzt wieder mehr. Das ist nämlich hier, das ist Loriana. Keine Ahnung, wie die Namen entstehen immer. Wir haben 14 Leute ohne Werkzeuge. Ah, wir haben ein Iron. Wir brauchen nur noch Steel. Wir brauchen nur noch Lock und Iron. Aber Locks haben wir doch. Da, Lock wird auch reingepackt. 9 Stück. Und jetzt brauchen wir noch Kohle. Haben wir noch Kohle? Kohle? Ja, Hidecode, das passt. Aber Kohle brauchen wir leider immer. Nee, Lock und Iron. Oh. Dann mache ich erstmal welche aus Lock und Iron. Ist, glaube ich, erstmal besser. Also, erstmal... Natürlich aus Kohle sind die besser, aber ich hab sogar schneller. Ach genau, man kann hier übrigens... Das kennt vielleicht manche aus SimCity und sowas. Wir können auch bessere Arbeiter, beziehungsweise schnellere Arbeiter, also bessere und schnellere Arbeiter bekommen, indem wir eine Schule bauen. Dadurch wird unser Dorf erstens glücklicher, also noch glücklicher, und ich glaube auch die Lebensanzeige geht höher, keine Ahnung. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass es auf jeden Fall höher geht. Und warum werden jetzt hier keine Werkzeuge gebaut? Hallo? Hallo, Lu. Und wir können auch so einen Typ machen, der macht Klamotten und sowas. Unser Food ist low, aber wir haben noch ein bisschen, ganz kleines bisschen haben wir hier. Wir haben so viel Steine, merke ich gerade. Ja, und ich werde... Sag mal, das ist 86% voll, das ist 40% voll, das geht noch. Das ist 81% voll. Ich war gerade so überlegen, noch so eine Stockpile zu bauen, aber das reicht erstmal, noch reicht es. Und... Problem ist, jetzt haben fast alle keine Iron Tools mehr, zumindest alle Farmer fast nicht mehr. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr sterben. Das Jahr 4 ist angesagt und das Jahr 4 wird das Todesjahr, leider. Weil ich glaube nicht, dass wir die Ernte schaffen werden. Ich habe keine Ahnung warum, ich zweifle daran ein bisschen. Keine Ahnung warum ich daran zweifle. Ich glaube, wir haben gerade sogar Tools gemacht. Also wir haben wieder Beef, 200, yeah, wir haben Beef. Es braucht also ungefähr ein Jahr, bis das fertig ist. Cool. Ah, jetzt ist Iron auch rausgenommen. Das heißt, das ist für Iron. Okay, hier wird jetzt fleißig abgebaut. Überall, wo diese X sind, wird abgebaut. Also, was heißt X? Das sind so... Das ist halt das Teil hier. Das Zeichen ist das. Das heißt, das hier wird abgebaut. Und das wird alles jetzt abgebaut. Heilige Scheiße. Vor allem hier werden wir Gewinn machen. Aber hier werden wir gar nicht mehr abbauen, ne? Oder? Wenn wir hier noch abbauen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir ziemlich krassen Holzgewinn machen. Steine liegen hier rum wie sonst was. Heilige Scheiße, wir werden sau viel Gewinn machen. Von den Rohstoffen her. Und... Soll ich mal auf Speed 5 machen? Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus, pass auf, wir gehen mal nach vorne. Tools ist low, ja okay, das ist kein Ding, das ist mal gucken, wie das so aussieht, wenn... Ja, ich wollte eigentlich so Sommerwetter haben.
wenn wir jetzt einfach mal so sind. Ich mag so Zeitraffer. Ich mag das eigentlich. Ich merke gerade, wir sind sogar bei 15 Minuten. Wir sind schon bei 15 Minuten. Ja gut, okay, dann kann ich ja mal kurz jetzt hier, ich will jetzt hier nicht das Let's Play in die Kürze ziehen. nein, ich will das jetzt nicht in die Kürze ziehen. Also ich will das jetzt nicht noch hier alles verschnellern. Ist ja langweilig, ist ja ein Geduldsspiel, also soll man noch Geduld haben, ne? Ja, okay. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich, ist pausiert? Nein. Wir werden uns im nächsten Part um die Iron Tools kümmern, also allgemein ja um die Iron Tools halt, um die Tools werden wir uns kümmern und ja, und um die Ernte. Wir werden halt in den nächsten Part werden wir sehen, wie es weitergeht mit unserem Mistelzweigdorf und ja gut, dann war's das für den Part. Ich würde sagen an dieser Stelle ciao. Und was ist low? Food ist low. Naja, okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.